14:12 der Endstand in einem spannenden Finalgefecht. Anne Sauer vom FC Tauber Bischofsheim besiegt ihre Vereinskollegin Leonie Ebert und wird erstmals deutsche Meisterin. Es ist ein Gefecht mit vielen Höhen und Tiefen für die neue Titelträgerin, die zu Beginn schon mit 3:6 in Rückstand gerät. Ja, es war wirklich, also man kann es wirklich so nennen, Höhen und Tiefen. Der Beginn war nicht gut, ich habe nicht getroffen, auch viel unglücklich getroffen. Dann habe ich zum Glück wieder aufgeholt, dann kam es leider mit der Hand in einen nicht so guten Zeitpunkt, weil ich gerade eher einen Lauf hatte, würde ich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt zurückkommen und da auch weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und es hat zum Glück ganz gut geklappt. Am Ende wurde es nochmal eng, war ein bisschen unnötig, würde ich sagen. Wenn ich nochmal zwei die konsequent durchgezogen hätte, wäre es vielleicht deutlicher Ausgang am Ende. Im Finale zwar knapp unterlegen und doch einer der ganz großen Gewinner dieser deutschen Meisterschaften. Die erst 17-jährige Leonie Ebert hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass in Zukunft mit ihr zu rechnen sein wird. Ich bin echt glücklich, dass ich bei den Aktiven als Juniorin schon im Finale war. Und auch dadurch, dass es auch stressige Wochen auf jeden Fall waren, dass ich trotzdem meine Konzentration hingehalten habe und trotzdem im Finale stand und alles gegeben habe und auch gut gefochten habe heute. Stressige Wochen waren es vor allem wegen der Affäre um den mittlerweile ehemaligen Trainer Andrea Magro. Der Italiener bekommt Ende Februar die betriebsbedingte Kündigung vom FC Tauber Bischofsheim, trotz Vertrags bis 2020. Magro rät vor Gericht, ist bei den deutschen Meisterschaften aber trotzdem in der Halle. Ja, es ist vor allem auch schwierig für die Athleten, würde ich sagen, für uns alle, weil wir haben beide Trainer hier in der Halle, den neuen, den alten, der immer noch in den Verhandlungen oder in der Gerichtsverhandlung steckt. Und es ist einfach nicht einfach. Man versucht es so auszublenden, aber man sieht beide und ja, es ist einfach nicht leicht. Wir versuchen es professionell zu machen, zu trainieren, arbeiten und den Fokus einfach auf 16 zu richten. Mehr können wir einfach im Moment auch nicht tun. Magro war seit September 2013 gleichzeitig auch Bundestrainer der Damen. Und das sehr erfolgreich. Bezahlt wurde er zu einem Viertel vom Fechtclub Tauber Bischofsheim und zu 3/4 vom Deutschen Fechterbund. Seine Athletinnen haben sich in einem Brief an DOSB-Präsident Alfons Hörmann klar positioniert. Sie wollen mit Magro weitermachen. Ja genau, also wie gesagt, wir haben uns klar dafür positioniert, dass wir unseren Trainer Andrea Magro behalten wollen. Das ist auch immer noch unser Wunsch, nur leider können wir gerade nicht so viel daran ausrichten oder daran verändern. Wir müssen es jetzt akzeptieren, dass wir jetzt einen neuen Trainer haben, mit dem arbeiten wir professionell. Und dann wird die Zukunft zeigen, wie es weitergeht für uns. Wie soll es denn, wie kann es denn weitergehen? Im Prinzip haben sich die Athleten ja auch gegen ihren eigenen Verein damit ausgesprochen, der das Ganze ja ins Rollen gebracht hat. Ja, gegen den Verein würde ich nicht sagen. Das Komplizierte daran ist, dass es halt eine Mischfinanzierung war, dass halt der Club und der Verband beteiligt waren. Und dadurch macht es für uns auch viel schwieriger, das Ganze zu verstehen oder auch nachvollziehen zu können. Wir müssen es akzeptieren, wir haben uns ausgesprochen und jetzt steht der Sport wieder im Vordergrund, so wie es sein sollte. Und doch, die Affäre Magro, sie schwebt wie ein Damoklesschwert über den deutschen Titelkämpfen. Und im Sommer steht dann ja auch noch die Weltmeisterschaft in Leipzig an. Also ich denke mal, ich möchte mich ungern zu der Personalie Andrea Magro äußern. Das steht mir nicht zu, die Entscheidung vom Fechtclub Tauber Bischofsheim darüber zu reden. Ich denke einfach, dass die Athletinnen eine schwere Zeit hinter sich haben. Und ich habe versucht, für sie eine Stütze zu sein. Das ist mir ganz gut gelungen, denke ich. Und ich hoffe sehr, dass es wieder Ruhe einkehrt und dass die Mannschaft professionell trainieren kann. Der Zeitpunkt ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig. Die Heim-WM steht an in gar nicht so langer Zeit in Deutschland, in Leipzig. Unglücklich. Also auch in meinen Augen ist es unglücklich, weil wir endlich das Gefühl hatten, dass die Mannschaft zu einer Mannschaft gewachsen ist. Und das ist unter anderem die Arbeit von Andrea Magro. Wir werden jetzt einfach sehen, wie das jetzt einfach weitergeht. Die Mädels sind trotzdem sehr, sehr motiviert. Das hat man heute auch gesehen. Und sie haben ein Ziel, die nächsten Olympischen Spiele. Bisher zumindest haben die Florettfechterinnen das ganze Hickhack offenbar einigermaßen verdrängen können. Aber gerade für Juniorenfechterin Leonie Ebert steht schon der nächste Höhepunkt an, die Kadetten-WM. Genau, in 2 Wochen fahren wir auf die WM und wie gesagt, ich versuche mich top vorzubereiten und ich möchte auch da das erreichen, was ich mir vorgenommen habe und auf jeden Fall wieder oben stehen. Im Einzel muss sie noch der Vereinskollegin gratulieren. In der Mannschaft gibt es gemeinsam den mittlerweile schon 31. Titel hintereinander für Dauersieger Tauber Bischofsheim, das gleichzeitig ja auch die Nationalmannschaft stellt.
Die Herren des Fechtclubs werden im Teamwettbewerb Dritter. Im Einzel reicht es für Benjamin Kleibring zu Rang 3. Niklas Uftring wird Sechster. Die Wettkämpfe der deutschen Florettmeisterschaften sind vorbei. Doch irgendwie hat man das Gefühl, dass die Kämpfe hinter den Kulissen weitergehen. Beim FC Tabor Bischofsheim rumort es, nicht erst seit der Kündigung des Bundestrainers Andrea Makro. Das Thema Makro war auch hier während der Wettkämpfe in den Hallen allgegenwärtig. Bald steht die Gerichtsverhandlung an und man muss schauen, wie es dann weitergeht. Alle Hintergründe dazu und alles über die deutschen Meisterschaften lesen Sie in den Fränkischen Nachrichten.